Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 3 in der Definitive Edition, hier beim 100% Platin Run. Und heute möchte ich euch zeigen, wo sich die 20 Monster Stunts in ganz GTA 3 befinden. Zum einen ist das wichtig für die 100% Spielwertung und zum anderen ist das ein Erfolg bzw. eine Trophäe, und zwar heißt die Hoch die Reifen und auf der PlayStation ist das eine Goldtrophäe. Und ich werde es immer so machen, ich werde euch zunächst auf der großen Karte zeigen, wo sich der jeweilige Monster Stunt befindet und anschließend werde ich euch noch zeigen, wie man das Ganze dann macht. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an mit dem ersten Monster Stunt. Ich fange auf Portland an, dann geht's auf Staunton Island rüber und zum Schluss mache ich dann eben die auf Shoreside Vale. Aber hier befindet sich der erste Monster Stunt. Holt euch am besten einen Sportwagen, so wie den Stinger zum Beispiel, und dann da vorne ist die Rampe. Oder müsst ihr einfach da oben auf den Gleisen landen oder sie zumindest ein bisschen berühren und dann habt ihr den auch schon geschafft. Hier ist der zweite Monster Stunt, genau dort. Und Anlauf nehme ich von hier und da hinten kann man die Rampe schon sehen. Das ist jetzt mein erster Versuch. Ich werde das jetzt versuchen immer so ein bisschen zu erwähnen, damit ihr auch ein Gefühl dafür bekommt, wie viele Versuche ich dafür gebraucht habe. Und ja, man muss einfach nur hier einmal rüber. Und dann hat man das. Dort befindet sich der dritte Monster Stunt. Und zwar ist es diese Rampe hier vorne. Und man muss jetzt nämlich über diese Auflieger hier rüberspringen. Und da hinten ist das Wasser, deswegen muss man ein bisschen aufpassen, dass man eben nicht zu viel Anlauf nimmt, aber eben auch nicht zu wenig. So, ich denke mal, von hier aus sollte das eigentlich reichen. Ist mein erster Versuch, mal schauen, ob es klappt. Sieht aber auf den ersten Blick schon mal sehr gut aus, würde ich sagen. Und dann schön auf die Bremse drücken, damit man nicht weiter fährt als nötig und dann ist der auch geschafft. Machen wir weiter mit dem vierten Monster Stunt, der ist nämlich hier. Und ich nehme von hier aus Anlauf, einfach deshalb, weil man, glaube ich, für diesen Monster Stunt gar nicht genug Anlauf nehmen kann. Ich habe mir mittlerweile auch einen Banshee geholt, weil der Stinger hat einfach von der Geschwindigkeit nicht ausgereicht. Den habe ich mir einfach hier beim Autohaus geholt. Genau hier. Und wenn ihr Stress mit der Mafia schon habt, dann fahrt am besten hier durch diesen Tunnel. Weil so kommt ihr halt gut an denen vorbei. Das habe ich jetzt auch so gemacht. Ja, und dann ist das Ziel, jetzt über diese ganzen Lagerhallen rüber zu springen. Und das ist halt alles andere als leicht. Und da braucht ihr richtig, richtig viel Speed. Und der Banshee ist ja, glaube ich, so eines der schnellsten Fahrzeuge im Spiel. Vielleicht reicht das auch schon. Okay, man muss nicht über alle Lagerhallen rüber springen. Hätte ich jetzt gedacht, aber man muss aber doch relativ weit kommen und ich glaube, der Zustand des Fahrzeugs spielt auch mit rein, wenn es um die Höchstgeschwindigkeit geht. Also wenn euer Auto vielleicht zu stark beschädigt ist, müsst ihr es vielleicht einmal reparieren, aber wenn ihr einen Banshee habt, dann habt ihr eigentlich somit das beste Fahrzeug, würde ich sagen. Weiter geht's mit dem Monster Stunt Nummer 5. Und jetzt wird's ein wenig spektakulär. Wir müssen nämlich jetzt hier über dieses Wasser springen. Und die Rampe ist dann so ein Erdhügel. Da vorne könnt ihr ihn schon sehen. Ja, einfach ganz viel Anlauf nehmen und dann sollte das aber auch möglich sein, da einmal rüberzukommen. Und halt am besten wieder mit einem Sportwagen, weil sonst könnte es sein, dass man das eventuell nicht schafft und halt im Wasser landet. Jetzt geht es weiter mit dem sechsten Monster Stunt. Der ist hier. Und ja, nehmt einfach hier die Straße so ein bisschen als Anlauf. Und so weit muss man hier gar nicht springen. Ich glaube, man muss einfach nur über dieses Gebäude hier kommen. Das ist auch mein erster Versuch, also das sollte klappen. Und mein Auto brennt, glaube ich. Nicht zu weg hier. So, dort ist der siebte Monster Stunt. Der ist hier bei der Callahan Bridge. Und ich nehme von hier aus Anlauf. Und das Ziel ist es jetzt, über einen Hügel zu springen und dann über diese beiden Stützpfeiler rüberzukommen. Das ist Nummer 1 und da vorne dann ist die Nummer 2 und wenn ihr da rüberkommt, dann sollte der normalerweise zählen. Ist übrigens mein zweiter Versuch. Nun
Nun ist der achte Monster Stunt an der Reihe und der ist hier auf der Callahan Bridge. Und das dürfte auch der letzte Monster Stunt auf Portland sein, beziehungsweise ich bin mir gar nicht sicher, ob man den machen kann, ohne dass die Callahan Bridge wieder repariert wurde. Das ist jetzt eine gute Frage, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Auf jeden Fall die gelb-schwarze Rampe da vorne ist es. Versucht da möglichst gerade drauf zuzufahren. Und dann muss man da irgendwie dazwischen landen. Das ist jetzt mein zweiter Versuch. Eben bin ich da oben gegen die Brücke gegengekommen. Und das hat dann dazu geführt, dass es nicht gezählt hat. Aber das dürfte normalerweise zählen. In GTA 3 ist es ja nicht so wichtig, wie man aufkommt, sondern einfach nur, dass man richtig aufkommt. Und schon wieder brennt mein Auto. Als nächstes ist der Monster Stunt Nummer 9 dran. Das ist jetzt der erste Stunt auf Staunton Island. Und hier muss man ausnahmsweise mal etwas langsamer über die, ich sag jetzt mal, Rampe fahren. Das ist eigentlich hier nur wieder so ein Sandhügel. Da hinten müssen wir landen und ihr seht schon, wenn man da zu schnell ist, dann landet man ganz schnell im Wasser. Deswegen nehme ich nur von hier aus Anlauf bis zu dieser Rampe hier. Und dann sollte das normalerweise reichen. Wenn das Auto einigermaßen schnell ist. Vorausgesetzt. Ja, perfekt. Ja, jetzt geht es weiter mit dem 10. Monster Stunt. Das ist auch einer meiner Lieblingssprünge. Und hier ist der Stunt. Ich würde euch empfehlen, mit einem anderen Auto die Straße hier zu blockieren, weil die Autos kommen nur aus dieser Richtung. Und hier vorne müsst ihr gleich über diese Treppe springen. Macht am besten schon mal das Glas kaputt. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich was bringt, aber man kann es auf jeden Fall mal machen. Ich nehme dann von hier aus Anlauf und... Ja, normalerweise würden hier die ganze Zeit Autos in die Quere kommen. Und ihr seht schon... Vielleicht nimmt man auch von hier aus Anlauf, dann hat man das ein bisschen gerader, das Ganze. Mach ich mal von hier aus. Und dann geht das nämlich. Und wenn die Straße nicht blockiert wäre, dann würden da die ganze Zeit Autos da herumfahren und das würde noch mehr stören und... Naja, es hat geklappt, super. Es ist Zeit für den 11. Monster Stunt und der ist nämlich dort. Das ist eine ganz, ganz hohe Grasrampe. Und dafür muss man erstmal hier hinten anfangen, weil hier geht es rauf. Da müsst ihr einmal rauffahren. Das ist hier auf dieser Brücke. Und jetzt müsst ihr einfach nur hier auf diesen Streifen entlang gerade durchfahren. Und da ist auch schon diese wirklich hohe Rampe. Einfach mit Fullspeed und dann sollte das normalerweise funktionieren. Ist mein erster Versuch. Ich hoffe, es klappt. Jawohl. Okay, kommen wir nun zum 12. Monster Stunt und der ist auf dem Dach eines Parkhauses und hier ist der Eingang zum Parkhaus und ich finde es gerade geil, dass der Infernus flacher ist als diese Schranke. Finde ich irgendwie lustig und jetzt muss man einfach hier ganz nach oben fahren. So, da sind wir schon und jetzt ist es diese Rampe dort. Und das Einzige, was ihr tun könnt, ist natürlich von hier aus Anlauf zu nehmen. Mehr geht hier auch nicht. Und wenn man dann einen Sportwagen hat, beziehungsweise ich glaube, das geht auch mit einem normalen Auto. Ich glaube, der ist jetzt nicht so schlimm, der Stunt. Ist mein erster Versuch und ich glaube, dabei wird es auch bleiben. Sehr schön. Weiter geht's mit dem 13. Monster Stunt und wir befinden uns jetzt auf Shoreside Vale und alle restlichen Monster Stunts werden jetzt auch eben auf Shoreside Vale absolviert. Und ja, auf dem Flughafen sind einige, also entfernt euch nach dem hier nicht hiervon. Und da vorne seht ihr ja die Rampe, das ist der erste Stunt. Und dann würde ich sagen, let's go. Ich denke, man muss einfach nur über das Flugzeug kommen. Vielleicht auch noch über das hier, beziehungsweise über den Flügel dort. Müsste passen, glaube ich. Jawohl. War mein erster Versuch, by the way. Nun ist der Monster Stunt Nummer 14 an der Reihe. Er ist auch auf dem Flughafen. Und ich nehme von hier aus Anlauf. Ich hoffe, es ist jetzt die rechte Rampe. Wenn nicht, ist das ein Fail. Das ist mein erster Versuch. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Ja, das sieht gut aus. Und ich glaube, man muss über die Lagerhalle rüberspringen, oder? Würde ich vermuten, das hat geklappt. Dahinter kommt nichts, also muss der geklappt haben. Hier ist der 15. Monster Stunt, ebenfalls auf dem Flughafen. Und Spoiler-Alarm, der nächste Monster Stunt ist auch auf dem Flughafen.
Und selbes Spiel wie eben. Ich weiß nicht genau, welche Rampe es ist. Ich nehme einfach jetzt mal die linke. Vielleicht kann man ja auch alle nehmen, wer weiß. Scheint zu gehen. Und ich glaube, man muss über diese Helikopter dahinter kommen. Würde ich jetzt vermuten. Oder man kann auch in sie reinkrachen. Wer weiß. Vielleicht geht das ja trotzdem. Wow. Da wird das Auto glatt selbst zum Helikopter. Fahren wir fort mit dem Monster-Stunt Nummer 16. Das ist jetzt der letzte auf dem Flughafengelände. Und ja, so langsam wird es ein bisschen eintönig, finde ich. Wieder mal solche Rampen dort vorne. Ja, ich nehme wieder ein bisschen Anlauf. Ich nehme wieder die linke Rampe. Und hoffe auf das Beste. Ist mein erster Versuch. Aber die sind ja alle nicht sonderlich schwer hier bisher gewesen auf dem Flughafengelände. Und der ist auch einfach gewesen. $444, nice. Jetzt geht's weiter mit dem 17. Monster Stunt und der ist wieder etwas spektakulärer, weil man muss wieder über das Wasser springen. Hier ist die Rampe und streng genommen ist das mein zweiter Versuch, weil ich habe eben hier rechts diesen Erdhügel genommen, der ist aber falsch. Deswegen muss ich so ehrlich sein und sagen, das ist mein zweiter Versuch. Und hier dieser, keine Ahnung, kaputte Holzstück oder was das ist, ist die Rampe. Und ich denke, solange man dort drüben aufkommt irgendwie, sollte das normalerweise passen. So, dort ist der Monster Stunt Nummer 18 und das ist einer meiner Lieblingssprünge. Man muss wieder über das Wasser springen. Und nehmt am besten von hier aus Anlauf und es ist jetzt ganz wichtig, dass man in die Richtung des, ich nenne es jetzt mal Lassos, springt. Weil das ist jetzt mein zweiter Versuch und eben bin ich da nicht in die Richtung gesprungen und es hat nicht gezählt. Also mache ich es jetzt nochmal ein bisschen besser. Schön gerade drauf zufahren in die Richtung dieses Lassos oder was auch immer das ist. Nennt es, wie ihr wollt. Ich denke, ihr wisst, was gemeint ist. Und wenn ihr dann hier landet, am besten in der Mitte, dann sollte das zählen. Da ist der Monster Stunt Nummer 19. Ganz in der Nähe vom Paint Spray. Und das hier vorne ist die Rampe. Und ihr müsst jetzt dort hinten, in diesem kleinen Bereich landen. Da, wo die andere Rampe ist. Es ist nicht einfach, man muss auch nicht den maximalen Anlauf dafür nehmen. Ist mein erster Versuch, aber es kann auch sein, dass es nicht der letzte sein wird. Man muss halt wirklich gucken, dass man die Rampe ordentlich trifft. Und ich bin jetzt mal echt gespannt, was passiert. Gut getroffen. Wow. Jawohl, es hat direkt geklappt. Auch wenn es mein Auto gekostet hat, aber das war es mir wert. Und zu guter Letzt kommt jetzt der 20. und damit auch letzte Monster Stunt in GTA 3. Und der ist genau hier. Und der ist in der Nähe des 19. Stunts, den wir eben gemacht haben. Hier ist die Rampe des 19. Stunts und dort hinten ist wieder so eine Rampe und das ist die Nummer 20. Und ich nehme sogar jetzt nochmal ein bisschen mehr Anlauf, weil ich den eben nicht geschafft habe. Das ist mein zweiter Versuch jetzt. Ich habe es eben mit einem Stinger probiert, das hat nicht so geklappt. Ich hoffe, jetzt wird es besser. Ich glaube, man muss auf dem Dach dieser Garage, die ihr gleich sehen werdet, landen. Das habe ich eben nicht ganz geschafft, jetzt aber schon. Und jetzt zählt er auch und damit gibt es die Trophäe hoch, die Reifen und nochmal $100.000, habe ich das richtig gesehen? Ich glaube schon oder? Nee, ich glaube sogar 1.000.000. Ich glaube, es gab gerade 1.000.000. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht gab es doch nur 100.000. Kann man das nochmal irgendwie nachlesen? Nö. Ist ja auch völlig egal. Gut, das waren also alle 20 Monster Stunts. Ich hoffe, das Video konnte euch in irgendeiner Weise helfen oder unterhalten oder vielleicht sogar beides. Das wäre sehr schön. Und ich kann es ja dann nochmal sehen. Das ist ja hier. Jetzt muss ich mal die Nullen zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, es gibt wirklich 1.000.000. Ja, es gibt für den letzten nochmal 1.000.000. Und ja, hier ist die Trophäe nochmal. Ich kann sie nochmal zeigen. Ich meine, in GTA 3 ist es ja noch sehr angenehm, dass es nur 20 sind. Das kennt man ja auch noch ganz anders. Hier ist die schöne Trophäe. Und wie gesagt, es ist ja auch wichtig für die 100% Wertung. Also man muss es so oder so machen, wenn man die 100% machen möchte. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.